Doch mir waren in diesem Augenblick alle Ausweise der Welt scheißegal. Kohle habe ich sowieso keine mehr gehabt. Danke. Ich schon sagte, ich komme aus München und das sind sehr strenge Leute. Meine Frau hat mir gesagt, wenn ich keine 20 Bücher verkaufe, sollte ich nicht nach Hause zurückkommen. Also da ist eins von den Büchern und ich bin seit gestern da, aber es kommt mir 2 Wochen vor. Also kauft es und ich komme dann nach Hause und alle sind wir glücklich. Jetzt lese ich einen Ausschnitt, also aus dem Roman, es ist etwas unanständig, aber... Mit 18 sammelst du als Mann die schlimmsten Erfahrungen, ein Trauma. Alle gleichaltrigen Mädchen gehen mit älteren Männern. Du stehst unter Strom, aber allein. Gerade wenn die Säfte am stärksten brodeln. Und keiner will dir helfen. Du musst dich um dich selber kümmern, wenn dich der Trieb peinigt. Dabei sind die Eltern und Lehrer ständig hinter dir her. Suche dir so ein ruhiges Plätzchen. Das erfordert schon eine Menge Kreativität, wenn du dir einen abrubeln willst. Und die Positionen? Gibt es ein Kamasutra für Onanisten? Keineswegs. Aber wer hat schon so viel Fantasie, sich immer wieder neue Stellungen auszudenken, damit die Masturbation nicht zur Routine wird? Die Welt ist gnadenlos zu dir. Die Mutter kontrolliert die Taschentücher, das Bettlaken, das tückische Biest. Du versuchst jeden Morgen die Spermaspuren, also ich wollte Spuren schreiben, aber dann habe ich Spermaspuren genommen, weil das ein Stabreim ist. Also deine nächtlichen Träume zu verwischen und die Schuldgefühle nach einem Spritzer, bist du krank, ein Monstrum? Das hat sich in der sozialistischen Tschechoslowakei abgespielt, deswegen jetzt der folgende Satz. Marx, Engels und Lenin hatten vergessen, die Onanie in ihren Schriften zu behandeln. Also dachten unsere sozialistischen Führer, der Mensch der Zukunft wichse nicht. Als ich in Libyen war, mussten wir ein Jahr lang bis zum Urlaub auf Frauen verzichten. Das hat uns der Auftraggeber sogar unterschreiben lassen. Wir werden die Landessitten respektieren. Die Araberinnen auf der Straße durften wir nicht mal angucken. Dabei lief jeder von uns mit einem Dauerständer rum. Ich habe damals unseren ideologischen Referenten gefragt, wie die Partei zum Onanieren stehe. Nur Kleinbürger und Kontrrevolutionäre masturbieren, sagte er. Das ist eines Kommunisten unwürdig. Gott sei Dank ist dir mit 22 schon die ganze kommunistische Weltanschauung so viel wert wie ein Furunkel am Arsch. Du wichst mehr, als du wichsen möchtest, weil es gegen die Lehre ist zu wichsen. Aber mit 18, da glaubst du noch an den Sozialismus. Da denkst du, dass du der einsame Wichser bist. Der weiße Gardist, der gegen die Revolution anwichst. Und jeder würde dich gern in Flagranti erwischen. Die ganze Welt hat sich gegen dich verschworen. Sogar diese verdammte Badezimmerspiegel im Elternhaus hängt zu hoch. Wie ein Seilkünstler musst du auf dem Wannenrand balancieren, wenn du den autoerotischen Akt aus einer anderen Perspektive beobachten willst. Als ob im Spiegel eine fremde Hand wäre. Einmal habe ich meiner Mutter in ihre Puderdose reingespritzt. Hab's gar nicht gemerkt. Sie schon. Und einmal holte ich mir bei dem Spiegelwichs einen Muskelriss am Oberschenkel, als ich während der Ejakulation auf dem Wannenrand ausrutschte und im freien Fall weitermachte. Nach dem Abitur wollten wir am Stausee bei Schermanice eine Party feiern. Eine Wochenendfeier sollte es sein. Damals war ich schon seit 2 Jahren hinter meiner Mitschülerin Valerie her. Sie beachtete mich aber nicht besonders. War zwar nett zu mir, aber so nett, mich an ihren Möse ranzulassen, war sie wieder nicht. Bei unserer Abiturparty goss ich mir Maskowskaja hinter die Binde und dachte nicht mehr an Valerie. So um Mitternacht herum setzte sie sich zu mir, streifte mit ihren Fingern flüchtig über meinen Handrücken und sagte, bevor wir auseinandergehen, möchte ich dich küssen. Verblüfft machte ich meinen Mund auf und sie verpasste mir einen Zungenschlag. Verdammt tief. Was gibt's? Fragte ich nach dem Kuss. Nichts. Hast du Lust, mit mir baden zu gehen? Baden? Ich habe aber keine Badesachen dabei. Wozu brauchen wir Badesachen? Ich habe auch keine, sagte sie. Gehen wir, sagte ich. Der Lärm der wilden Feier ebbte langsam ab. Wir schlenderten zu dem etwa 10 Minuten entfernten Seeufer. Nur der mitternachtliche Wald und wir und die Nachtvögel. Als eine Eule durch die Nacht schrie, habe ich mir fast in die Hose geschissen. Zum Sex in freier Natur gehört auch eine Portion Mut.
Warte nur ab, Eule, bald wirst du mit den Flügeln flattern. Das war auch ein Stabreim. Bald wirst du mit den Flügeln flattern vor lauter Scham. Bald werden euch ihr Tiere Valeries Liebesschrei aus dem Wald treiben. Am Ende des Weges breitete sich eine kleine Wiese aus, gleich dahinter der Seespiegel. Die Sterne und der Mond leuchteten wie verrückt, kein Mensch weit und breit.